Guck mal, hier habe ich halt nichts gebaut. Aber hier wollte ich ja eigentlich noch was bauen. Guck mal, hier wollte ich ja diese Polizei hinbauen von Konoha. Habe ich dann nicht mehr gemacht. Und hier sind halt so ein paar Häuser. Guck mal, hier, ich habe hier sogar noch die Treppe hochgebaut. Guck mal, und das hat Sparky die letzten paar Tage gebaut. Weil er das noch fertig machen wollte, bevor Crafting 9 ist. Und guck mal, wir haben das. Das hier war schon von Anfang an so abgetrennt. Und vom Platz her hat es ja dann eh gepasst. Und es sieht eh nice aus. Und hier wollte ich eigentlich was hinbauen. Ich dachte, Crafting 8 wäre schon vorbei. Nee, Crafting 8 ist quasi am Mittwoch vorbei, wenn Crafting 9 startet. Da ist Crafting 8 vorbei. Also in zwei Tagen. Auch noch? Nee, ich würde da jetzt nichts mehr bauen. Ich könnte halt noch ein paar Häuser hinbauen. Plus, was ich auch machen wollte, sind Gesichter. Guck mal, ich habe ein Gesicht schon mal angefangen. Aber ich habe es dann auch nicht fertig gemacht. Scheiß drauf. Guck mal, und das Beste, was ich gebaut habe, Real Talk, der ist krank. Ich finde den Golem immer noch sick. Ich finde den Golem immer noch krass. Also, der Melonen-Golem ist ja schon cool. Aber, Digga, der Knochen-Golem ist viel besser, Digga. So eine Scheiße. Digga, ehrlich, ich finde es krass. Ich finde diese zwei Golems cool. Ich fühle es voll. Vor allem, weil ich den auf einen Tag hochgezogen habe. Im Vergleich zu was anderen Leuten gebaut haben, würde ich mich hier schon in der Top 5 einordnen. Okay, vielleicht nicht, aber Top 10 auf jeden Fall. Top 10 bin ich auf jeden Fall. Ich habe einfach, weil ich Knochenblöcke brauchte, meinen Shop abgerissen und habe den nicht mehr nachgebaut. Digga, schön, wie ich den Server hier hinterlasse. So muss das. Nee, aber ich finde cool. Also ist schon, was ich gebaut habe, ist halt riesig. Digga, hier war überall mehr. Ich habe überall diese scheiß Slabs platziert. Aber ich hätte halt mehr Ding bauen sollen. Aber so eine Stadt zu bauen, ist halt auch stressig. Ja, ich finde, das ist cool. Und das hier habe ich eins auf dem Internet nachgebaut. Aber guck mal, das hier sieht krass aus. Yo. Habe ich meine Dinger eigentlich noch? Yo. Digga, die sind einfach immer noch da. Kill die? Nein. Ich kann die noch nicht killen. Die haben jetzt gut ein Jahr da drin überlebt. Ich habe die gefunden, Let's Craft Stack, 3 Stück. Und habe die da eingesperrt. Ich kann die doch jetzt nicht töten. Aber andererseits wäre es schon cool, um zu sehen, was die droppen. Wie heißen die denn überhaupt? Free Jesus heißt der. Lol. Alter, also mein Humor war da vor einem Jahr echt kaputt, Alter. WTF. Nametag von Revi. Digga, ich habe echt noch einen Nametag von Revi. Guck mal, Lucy Cat, das ist von Revi. Ja, sollen wir die jetzt? Nein. Wie wahrscheinlich ist es, dass diese was droppen? Real Talk, wenn es selten ist, dass die was droppen, würde ich fürs Luck die killen. Hier, 8,5% Chance, damit die deren naturell gespawntes Equipment droppen. Ja, letztendlich ist es egal, weil, Digga, juck. Weil letztendlich in zwei Tagen ist Crafting 8 vorbei. Dann kommt man nie wieder auf den Server. Und ich glaube, dass vielleicht die Map eh nicht zum Download freigegeben wird. Oder schon. Aber das ist halt, die ist halt insane groß, die Map. Okay, Chat, pass auf, wir killen die jetzt. Wir killen die jetzt. Ich will was gedroppt bekommen. Ich habe noch nie in meinem Leben, Retalk, ich habe noch nie in meinem Leben, ich glaube, das hat generell fast noch nie irgendjemand, der Minecraft gespielt hat. Guck mal, es ist schon selten, diese Dinger zu finden, okay? Aber dann, von denen, was gedroppt bekommen, ist noch seltener. Ich glaube, ich habe noch nie in meiner Minecraft-Karriere, die seit 2012 läuft, ein random gespawntes Full-Deer-Mob gekillt, was dann was gedroppt hat. Die droppen 100% was? Ja, die droppen die Sachen, die in der Hand haben. Also der droppt das 100%. Aber 11% Chance, glaube ich, war es, dass die das hier droppen. Also bei mir war das noch nie. Weil ich habe nicht viel im Singleplayer gespielt, damit ich solche Mobs überhaupt gefunden habe. Okay, pass auf, wir machen es. Wir killen jetzt LOL. Oh wait, der darf nicht an Fire Aspect jabben, ne? Wie viel hält der aus? Er hat nichts gedroppt. Digga, er hat mir 4 Rotten Flesh gedroppt, Digga. Jo, was geht ab? Digga, ich will doch einfach nur meine Minecraft-Karriere ein bisschen kranker ausbauen, dass ich meinen Lebenslauf schreiben kann, dass ich wirklich ein kranker Minecraft-Spieler war. Wasser rein ist guter Call. Moin Fabo, wie geht's es dir? Digga, mir geht's gar nicht gut, Digga. Mir geht's echt gerade nicht so gut. Digga, mir geht's gar nicht gut. Warum fragst du? Mann, was eine Scheiße. Das ist ehrlich scheiße. Guck mal, das habe ich gesehen, weil Felix, als ich im Discord-Call mal war, hat Bildschirmübertragung gemacht und ist hier rumgeflogen. Also Hogwarts, glaube ich, ist nie richtig fertig geworden. Also es sieht ehrlich aber eigentlich schon krass aus. Also die vordere Stadt hier ist, glaube ich, schon fertig geworden. Aber ich glaube, die Main-Ding hier ist nicht fertig geworden. Aber das sieht jetzt so aus. Guck mal, die haben hier so Kräne drauf gebaut und so. Damit das so aussieht, das ist noch am Bauen. Also es ist gut gelöst, aber es ist nie fertig geworden. Glaube ich. Guck mal, Revis Haus ist immer noch auf dem Kopf. Junge. Digga, das Haus steht einfach auf dem Kopf. Ich lieb's. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, Crafting 8 war cool. Retalk Crafting 8 war cool. Crafting 8 war sehr, sehr cool. Aber ich freue mich auf Craft Attack 9 am Samstag, wo es dann richtig, richtig losgeht. Das wird ultra stabil. Das große Tor von Hogwarts jetzt wieder repariert. Stimmt, das war ja kaputt, weil Revi und ich das kaputt gemacht haben. Oder ich und irgendwer. Also, nee, ich hab's letztendlich nicht kaputt gemacht. Also, das sieht ganz aus. Die Frage ist halt jetzt nur, wo aktiviert man das? Oben? Ah, true, das macht man echt oben, ne? Es leuchtet. 15 FPS. Aber es funktioniert! Holy shit! Stabil! Jetzt müssen wir es nochmal zumachen. Das gehört ja auch zum Test dazu. Okay, ist aus.
Was sind das überhaupt für Sounds? Die habe ich noch nie gehört. Und es geht zu. Stabil, Digga. Ehrlich stabil. Digga, dass hier immer noch diese Among Us-Dinger sind, ne? Das macht mich echt wirklich fertig. By the way, wie findet ihr meinen Berg von hinten? Ich finde, das haben die... Das hat Kunga und so echt schlau gelöst, dass dieser Berg von hinten 10 von 10 Hallo, schön aussieht. Ja, ich muss ehrlich sagen, dieses Craftic gefickt hat auf jeden Fall Felix. Guck mal, was Felix hier gebaut hat. Und dieses Schiff, allein die... Also, Digga, Felix hat komplett Craftic auseinandergenommen. Ja, Kroko, es haben echt viele Leute eigentlich Krankenscheiß gebaut. Aber das Beste ist halt wirklich hier, der hier. Junge! Und der daneben, der Grüne. Ich mach jetzt einen Golem-Emoji. Digga, von mir sterbe ich noch in Craftic, mir scheißegal. Junge, ich bin der beste Minecraft-Spieler der Welt. Digga, was ist das? Guckt euch das an. Was soll das denn? Digga, das ist doch schon unfair mit solchen Leuten auf dem Server. Was ist denn das? Digga, ehrlich, bisschen unfair. Guck mal, das hier hat Zinus gebaut. Das Schiff und den Hafen hier. Und das ist auch sehr, sehr krank. Ja, das ist, okay, das ist ehrlich. Junge, was hat denn der hier noch gebaut? Digga, hat der diese riesige Kirche hier gebaut? Oder war das jemand anderes? Nee, das war Zinus, oder? Aber ist da innen noch nicht fair. Aber Junge. Ja, okay, Zinus hat auch rasiert. Haben generell alle haben. Sogar Mo hat rasiert. Ehrlich, Mo hat sogar rasiert. Mo hat irgendwie den Strand von Madeira nachgebaut hier. Guck mal. Selbst Mo hat einen Craftic rasiert. Dann hier Veni, der... Guck mal, ihr könnt ja sagen, dass ich meine Sachen nicht fertig baue, aber Veni hat sein Zeug wirklich nicht fertig gebaut. Der hat hier diesen riesigen Baum gebaut und hat nie wieder weitergemacht. Aber das ist... alleine das hier ist eigentlich schon krass. Digga, guck mal, das ist ja die größte Dreistigkeit eigentlich an der ganzen Sache, ne? Dass mein scheiß Weihnachtsgeschenk hier noch steht und nicht einmal aufgemacht wurde. Es wurde nicht einmal aufgemacht, mein Weihnachtsgeschenk. Es steht hier seit Weihnachten. Es steht hier locker. Es steht hier jetzt wirklich. Seit über 11 Monaten steht diese Kiste hier und wurde nicht einmal angeguckt von irgendeinem. Nicht einer hat nicht einen Blick an diese Kiste. Nicht einer. Außer ich jetzt nach 11 Monaten. Ist eigentlich frech. Okay, aber ich glaube, wir haben jetzt eigentlich so ein bisschen Revue passieren lassen, ne? Ich glaube, wir haben jetzt eigentlich alles angeguckt. Oder gibt es noch... Also es gibt natürlich noch das ein oder andere von dem ein oder anderen, was wir jetzt natürlich nicht ganz angeguckt haben oder so. Aber so grob, so einen kleinen Überflug haben wir gemacht, oder? Und auch von dem, was wir gebaut haben. Ich glaube, was wir gebaut haben, haben wir alles hier gesehen. Den Riesenberg, der hier war, der weg ist. Golem, Hogwarts. Schau mal, One Diamond Group. Stimmt, was ist denn aus der One Diamond Group geworden? Da war ich auch dabei. Hier wurde der Markt noch ein bisschen erweitert. Hier ist so ein Haus entstanden. Ja, das Büroding hier wurde fertig gebaut, ne? Ja, warte, wie komme ich nach unten? Ich wette, der Shop ist komplett leer. Ich glaube, da hat nie wieder irgendjemand nachgepflanzt, oder? Also nachgeliefert. Ja, fuck, wie ging das denn nochmal? So. Oha, die haben den Raum hier noch fertig gebaut. Wisst ihr, als wir hier immer noch waren mit Klim und so? Die haben das hier fertig gebaut. Und wir haben 396 Diamanten hier drin. Und das Ding ist, das hier ist eine Killanlage. Das heißt, wenn ich den Code hier falsch eingebe, dann sterbe ich. Aber ich weiß nicht, man muss... Eine Zahl muss man mit eingeben. Ich weiß nicht, welche. Ich lasse lieber. Digga, der stimmt safe nicht. 158 stimmt 100%. So. 158, richtig? 158. Warte, ich glaube, wenn man den falsch eingibt, dann explodiert nichts, ne? Man fällt irgendwie runter oder so. Hat funktioniert, Digga. Ja, und jetzt? Ja, aber das hier ist noch nicht fertig gebaut. Ich habe zu lange gewartet. Ja, ach, scheiß drauf. Aber ey, Craftic 8 war 9. Ich freue mich so auf Craftic 9 am Samstag. Holy shit.